Wie viel habe ich denn zu viel? Ja, gar nicht mal so viel, um 0,6 da. Mache ich noch jetzt eine Wand. So, und jetzt sollte ich mich auch wieder bewegen können. Ja. So, und jetzt kann ich es auch bauen. Ich war einfach zu nahe. So. Jetzt. Wie viele Wände habe ich? Drei, ne? Ja, drei. Bräuchte ich noch eine Wand? Ah, da, so. Ja, schon wieder Lex. Dachte schon, da funktioniert irgendetwas nicht. So. Und jetzt schauen wir. Habe ich schon die Wooden Ramp gebaut? Nee, okay. So. Ist zwar etwas komisch, aber okay. Dann wäre hier noch ein Ceiling gut. Ja, okay. Ceiling, kann ich das bauen? Ne, bräuchte ich noch ein wenig Holz. Und dann halt noch hier. Moment, tut mir hier ähnlich weh? Ne, gut. Und dann halt hier noch Spike Wall. Ja, da drüben. Na gut. Also noch ein bisschen Holz sammeln. Nee, ich gehe jetzt nicht auf Jagd. Obwohl ich es schon brauchen würde, weil wir haben nicht so viel Fleisch. Aber zuerst mal, vor allem werde ich dann ausprobieren, die neue Taktik. Also von oben mit Pfeilen auf sie schießen, damit sie in die Spike Walls laufen. Boah, aber so wird das nichts mit nur zwei Wut pro Baum. Ich hoffe, da bekomme ich jetzt ein bisschen mehr raus. Wie viel brauche ich denn für das Ceiling? Könnte ich auch schon machen. Okay, dann machen wir das mal. So, und für Spike Wall brauche ich jetzt noch 24. So, ein bisschen holen wir noch, damit wir etwas an Vorrat haben. Schon wieder Standbild, komm. So.
Da läuft auch ein Triceratops in meine Stacheln. Nein. Geht knapp vorbei. So, dann reparieren wir mal das. Und. Oh! Dadurch, dass wir repariert haben, sind wir eine Stufe aufgestiegen. So. Jetzt machen wir hier die Ceiling hin. So. Jetzt können wir immer so hinauf. Ja. Ich dachte eigentlich, dass diese Stufe ein bisschen größer ist, dass die halt über zwei Felder geht. Deswegen habe ich halt um zwei erweitert. Aber so ist es in Ordnung. So, jetzt noch Spike Wall. Und dann ein paar Pfeile. Und dann versuchen wir mal die Schildkröte anzulocken. Ah, dadurch, dass wir das jetzt erweitert haben, ist da auch eine Lücke. Passt auf. Erstmal hau ich die Spike Wall hier hin. So. Pass auf. Nämlich genau hier. Das ist jetzt nicht so große Lücke, aber mit Dinos kommt man da halt durch. Und halt auch hier. Na gut, die ist jetzt nicht so groß. Aber trotzdem, es ist halt eine Lücke. Und schade, dass man da nicht so kleine Spike Walls machen kann. Muss ich halt noch mehrere machen. Aber egal. So, jetzt mal Pfeile. Können wir 7 machen. Naja, 7 ist jetzt nicht die Welt. Holen wir uns noch ein paar. Wo sind denn Steine? Da vorne ist ein bisschen. Und kaputt. Ja. So. Hier auch noch. Wir brauchen halt Flint für Pfeile. Den noch und dann machen wir es. Ich frage mich halt wirklich, ob es denn nicht später bessere Werkzeuge gibt. Was ist denn jetzt los? Jetzt stecke ich fest. So. So, drin mache ich dann Level Up und Pfeile. So. So. Aber ich weiß gar nicht, ob ich Wait machen soll. Kann ich denn schauen, wie viel das... Also, was Melee Damage denn so macht? Ob da jetzt nur Nahkampf ist oder halt auch Fernkampf, wie zum Beispiel mit Bogen. Ich muss mich da mal erkundigen. Hm.
Boah, ist jetzt schwer. Das ist alles irgendwie gut. Ja, so Food, Water, Oxygen kann ich eigentlich so lassen, weil bringt sicher nichts. Ah ja, bringen schon, aber... ich brauche trotzdem dieselbe Anzahl an Essen. Movement Speed wäre auch cool. Melee Damage, Weight, Health, Fortitude, Crafting Speed ist halt alles cool. Aber ich würde halt zu gerne wissen, auf was sich das alles auswirkt. Komm, mach mir einfach Melee Damage. Auch wenn ich gesagt habe, Weight. Also, das Gewicht, was wir machen. Ja, derweil mal nichts lernen. Vielleicht später. So, jetzt machen wir Pfeile. So, wie viel habe ich jetzt? 19. Gut, probieren wir mal. Ich glaube fast, dass die Schildkröte vorbeigelaufen ist, ja. Ah, nicht das. Schau mal, ob wir treffen überhaupt. Vor allem, weil die Spike-Wall hier in der Nähe ist. Die ist jetzt zu weit weg. Den Triceratops... Ich glaube, da muss ich warten, bis da irgendwas neben mir ist. Nee, nicht getroffen. Die Schildkröte geht auch immer weiter weg. Ey, jetzt habe ich einen perfekten Plan, um die Dinos zu schnetzeln. Und jetzt sind sie gar nicht, gehen sie weg von meinem Haus. Einen Bronchosaurus möchte ich halt dann auch nicht ärgern. Weil ich glaube, selbst mit den Spike Walls würde er kurz einen Prozess machen. Auch wenn er friedliebig ist. Wo ist jetzt die Schildkröte? Da vorne, oder? Die kommt schon wieder näher. Der Tricera, der geht wieder weg. Komm, machen wir inzwischen wieder noch ein paar Pfeile. Weil ich glaube nicht, dass das reicht. Vor allem, ich muss mal die Mechanik von diesem Spiel nachlesen. Weil ich weiß ja nicht, wie sich der Schaden zusammensetzt. Ob es wirklich so ist, dass halt höherlevelige mehr Schaden machen, auch wenn sie, ich sag mal, nicht auf Melee Damage gegangen sind, sondern einfach eben, weil sie den Level aufgestiegen sind, mehr Schaden machen. So, jetzt gehen wir denen mal. Ja, ich bin ein Idiot. Der haut ja ab. Oh. Und nachlaufen bringt sich jetzt auch nichts. Jetzt
Das gibt es nicht. Es ist kein einziger Dino in meiner Nähe. Vorher waren 3, 4 neben mir. Jetzt sind sie alle außer Reichweite. Ja gut, dann gehe ich so auf die Jagd. Aber nicht mit Bogen. Ey. So, ja. So, dieser Dino ist in diese Richtung geflüchtet. Vielleicht kann ich ihn ja noch einholen. Also einholen. Der hat sicher irgendwo Pause gemacht oder so. Oder auch nicht. Wo ist er denn hingelaufen? Das weiß keiner. Davon ist ein Skorpion. Da ist ein Dodo. Dodos sind immer cool. Wow, kein Fleisch. Ich meine, Heidi ist zwar auch cool, aber ich habe halt nicht so viel Fleisch. Davon ist auch eine Festung. Schade, dass es so etwas nicht gibt in dem Spiel. Halt so vorgenerierte Festungen. Weil bei, ich sag, ja, ist zwar ein schlechter Vergleich, aber bei Minecraft gibt es halt auch vorgefertigte Gebäude, um da Loot zu holen. Oder halt wie bei... Oh, ich muss schnell ins Wasser. Wie bei Rust, da gibt es auch jetzt nicht Zufall generiert, sondern schon... sondern feste Gebäude. Also bei Rust gibt es halt... Wie heißen die? Small Red Town und Big Red Town. Obwohl, das ist jetzt rausgepatcht worden, nicht? Gibt es jetzt neue Karten? Da weiß ich jetzt gar nicht, ob es da auch so vorgefertigte Gebäude gibt. Wir könnten aber hier die Piranhas abschlachten. Die geben Fleisch. Sind ja gar keine Piranhas. Sind Quail. Wo? Na kommt schon. Ey, ich treffe die nicht. So. Es kommt schon näher. Fressen wir wieder. Das sollte uns eh gleich wieder gut gehen. Hoffentlich. Ja, ja, wir regenerieren schon. So, dann gehen wir den Strand hier entlang. Vielleicht finden wir ein paar Dodos. Obwohl, wir sollten mal einen Speer machen, nicht?